Also was wir jetzt in Afghanistan gesehen haben, hat wieder ganz deutlich gemacht, dass was am Ende der Welt geschieht, kann morgen Konsequenzen in Deutschland haben. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir in der Bundesregierung in Deutschland innere und äußere Sicherheit enger und besser miteinander verknüpfen. Das ist nicht nur beim Thema Afghanistan wichtig, auch beim Thema Terrorismus, Klimasicherheit, globale Pandemien, hybride Kriege, neue Technologien. Das sind alles Querschnittsthemen. Aber unsere Regierung ist bisher noch nicht dafür aufgestellt, die auch als Querschnittsthemen zu bearbeiten. Deswegen ist mir die Idee von Armin Laschet, einen nationalen Sicherheitsrat zu schaffen, unglaublich wichtig und ich unterstütze die auch. Darüber hinaus finde ich alle innenpolitischen Forderungen der CDU sehr gut, denn in einer Zeit, wo sich die Welt unglaublich schnell und unglaublich viel verändert, ist es wichtig, dass der Staat da ist, dass er für Stabilität sorgt und einen Kompass bietet. Deswegen bin ich auch für den stärkeren Schutz von Einsatzkräften. Ich bin dafür, dass wir null Toleranz zeigen gegenüber Extremisten, gegenüber organisierter Kriminalität und kriminellen Clans. Dass die CDU hier klare Kante zeigt, das ist ganz wichtig und deswegen unterstütze ich Armin Laschet.